sind das für gestörte Menschen? Es fühlt sich ganz schrecklich an. Ich bin echt noch so unter Schock. Die Polizei war auch schon da. You won't make me blind. You will always be there. There is no doubt in my mind. You will always be there. Heading out to see ya and leave the rest behind. Meine Lieben, ein neuer Vlog für euch. Wir sind gerade im Auto, denn wir sind sehr weit gefahren. Und zwar sind wir jetzt in Gotha angekommen. Viele Kilometer später. Der Luki hat für mich getankt. Yay! Ich hasse tanken. Gefühlt in jedem Vlog muss ich tanken. Aber ich habe ja meinen Luki dabei. Der Moritz ist auch dabei. Wir gehen jetzt shoppen bei Moses im Modehaus. Morgen habe ich wieder Dreharbeiten zusammen mit Moses. Dazu werde ich euch dann mit Sicherheit mehr erzählen. Und der Moritz wartet jetzt schon draußen. Wir gehen jetzt shoppen, würde ich sagen. Und ich nehme euch mit übers Wochenende. Habe ich das schon gesagt? Nee, weil ich wieder nur tanken im Kopf hatte. Egal. Also, wir gehen shoppen für den Luki und für den Moritz. Das letzte Mal war ja der Max dran und der Alessandro. Und die sind zu Hause geblieben beim Papa. Und wir machen uns jetzt hier in Gotha ein schönes Wochenende. Also, viel Spaß bei diesem Video. Gotha, kalt ist es bei euch. Ja. Wir haben jetzt ein bisschen was eingekauft. Leider hat die Mama das total verpeilt. Wir hatten nämlich nur eine Stunde hier im Modehaus Moses. Na toll. Eine Stunde war jetzt ein bisschen knapp, aber die Jungs haben sich trotzdem was ausgesucht. Zeige ich euch dann gerne. Wir haben den Hunger des Grauens. Ja. Ne, Luki? Ja. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier in Gotha irgendwas Leckeres zu essen finden. Ja. Aber jetzt muss ich erst noch den Rest bezahlen. Die machen nämlich zu. Und wir sehen uns später. Wir müssen noch den Moritz suchen. Wo ist denn der überhaupt? Bei Calvin Klein. Guten Morgen, Gotha. Ich gehe jetzt frühstücken. So, da bin ich wieder. Das Handy klingelt die ganze Zeit, weil mich alle fragen, ob alles okay ist. Ja, es ist alles okay. Ich bin nur echt total mit den Nerven am Ende. Da ist die Bella. Zum einen, weil die Fahrerei echt anstrengend ist nach Gotha. Also wie gesagt, es ist ein totales Rumgegurke. Jetzt bin ich es ja wirklich gewohnt, viel und auch lang Auto zu fahren. Das macht mir nichts aus. Aber ich bin echt noch so unter Schock mit dem, was passiert ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich euch im Intro erzählt habe, dass ich eben wieder nach Gotha gefahren bin. Diesmal mit zwei meiner Jungs, weil wir eben bei Moses drehen wollten. Mehr dazu erfahrt ihr noch in anderen Videos, sobald es spruchreif ist sozusagen. Dann kann ich euch natürlich auch erzählen, was ich mit Moses geplant habe, beziehungsweise was da so ansteht. Ja, Bella, mach's dir bequem, genau. Und das erfahrt ihr auf jeden Fall noch. Und ich bin gestern eben angereist, weil ich so eine lange Anreise habe. Das hat schon nicht gut geklappt, weil der Stau des Grauens war, ein Unfall. Und dann kam ich sehr viel später als geplant. Moment, mein Handy bimmelt schon wieder. Und eigentlich wollten mich dort auch ein paar Mädels treffen. Ein paar habe ich auch tatsächlich getroffen. Ich hatte eine schöne Box zurecht gemacht, weil ich hier tatsächlich einige Produkte habe, die ich einfach aufhebe, wenn mir das zugeschickt wird, ne? Wenn ich das doppelt habe und so weiter. Und dann verschenke ich das natürlich wahnsinnig gerne. Die Mädels haben sich auch gefreut. Ein anderes Paket werde ich noch verschicken, weil zwei Mädels da waren, aber zu lange gewartet haben. Wie gesagt, wir waren im Stau. Und dann haben wir eben im Hotel übernachtet. Und am Morgen war ich dann mit dem Kamerateam frühstücken und wir haben uns noch unterhalten und haben uns dann eben verabredet. Und plötzlich bekomme ich eine Nachricht, ja, dass halt in deren Auto eingebrochen wurde und die Lichter geklaut wurden, also um zu drehen, um drehen zu können. Ne? Also ihr wisst schon, so eine Art Softboxen sind das, nur in viel professioneller. Guten Morgen aus Gotha. Ich bin jetzt ein bisschen sprachlos. Ich bin noch nicht fertig geschminkt. Kann man vielleicht sehen. Das Kamerateam hat mich gerade eben angerufen. Wir stehen hier auf unserem Parkplatz und wir haben ein riesengroßes Problem. Tada!
Ja, das ist nicht so lustig. Dem Kamerateam wurde nämlich das Licht geklaut aus dem Auto. Und jetzt steht es halt noch in den Sternen, ob wir überhaupt drehen können. Ich habe keine Ahnung. Mir wurde gerade ein warmer Schal gereicht von der lieben Sarah vom Kamerateam, weil ich sonst erfroren wäre. Die Polizei war auch schon da und die haben die Blutspuren nicht entdeckt, die dann die Sarah entdeckt hat. Auch irgendwie komisch. Jedenfalls war am Lenkrad oder ist am Lenkrad Blut. Das wurde jetzt entnommen mit so einem Stäbchen. Und dann hoffen wir mal, dass der Täter in der Datenbank ist. Und ja, wie gesagt, es steht jetzt in den Sternen, ob wir überhaupt was drehen können, weil ohne Licht wird es natürlich ein wenig schwierig. Ja, echt blöd gelaufen. Schaut's euch an. Doof. Aber ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Ja, und dann stand natürlich in den Sternen, ob wir drehen können oder nicht. Aber es sollen ja schöne Videos werden und es muss ja alles schön ausgeleuchtet werden. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, nicht zu drehen. Das heißt, ich bin quasi 600 Kilometer umsonst gefahren. Da bin ich wieder. Mein Koffer ist jetzt gepackt. Ich fahre jetzt wieder nach Hause. 300 Kilometer. Ich würde mal sagen, ein Satz mit X. Das war wohl nix. Ich bin echt geschockt und sprachlos. Das kommt eher selten vor, Heidi. Ja, das wissen wir. Was es für Idioten da draußen gibt, ne? Knacken die echt das Auto auf und klauen da Zeug raus. Was sind das für gestörte Menschen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin geschockt. Ich bin echt geschockt. Ja, und jetzt geht's für mich wieder nach Hause. Tja, das war's, Gotha. Ja, ich weiß nicht, wann ich wieder nach Gotha komme. Also, das war natürlich echt ärgerlich. Und ja, shoppen konnte ich auch nicht so richtig mit meinen Jungs, weil wir nur eine Stunde zum Shoppen hatten. Wir sind nämlich, ja, wie gesagt, sehr spät angekommen. Die Jungs haben dann doch ein bisschen was gefunden. Also hier, wir haben schon auch ein bisschen was gekauft, aber es war alles so stressig und so. Wenn es so unter Zeitdruck ist, ist es einfach total nervig, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich bin jetzt froh, wieder gesund zu Hause zu sein. Ich bin allerdings wirklich noch total geschockt. Es ist einfach ein total schreckliches Gefühl, beklaut zu werden. Jetzt war das ja nicht mein Auto, aber trotzdem, es fühlt sich ganz schrecklich an. In Italien sind wir des Öfteren bestohlen worden. Bei uns ist ganz oft eingebrochen worden zu Hause, als ich eben noch klein war, Teenager, 14, 15. Und mehrere Autos sind uns geklaut worden. Ein Auto, ja, das war eine ganz schreckliche Geschichte. Da hat mein Papa getankt, war an der Tankstelle, hat voll getankt, sein Mercedes, hat gerade meine Tante vom Flughafen abgeholt, hat sie zu Hause abgeliefert und wollte noch schnell tanken fahren. Die ganzen Koffer waren noch im Auto und ja, als mein Papa einsteigen wollte, nachdem er bezahlt hatte, kam eben so ein Typ her und hat meinen Papa weggestoßen, ist schnell eingestiegen und losgefahren. Er hatte noch ja, die Sicherung reingemacht, also die Autotüren gingen zu. Mein Papa hat sich noch drangehängt und wurde dann noch ein Teil mitgezogen, also richtig heftig. Und als ich glaube, 14 war, haben mich meine Eltern in der Schule eingeschrieben, eben in Italien, da sind wir da eben hingezogen. Meine Eltern sind ja ausgewandert und ja, dann kamen wir zurück nach der Schulanmeldung und ja, dann hatten wir keinen netten Besuch zu Hause gehabt. Also das heißt, es wurde eingebrochen und diese Bilder und meine Mutter war total fertig, die hat total geweint. Dann haben die Polizei angerufen, die meinten, ja, sie kommen nicht, weil ja, das ist wohl normal in Italien und sobald Blut da ist, dann kommen sie. Also das hat der tatsächlich so am Telefon gesagt zu meiner Mutter. Die war natürlich auch total geschockt, meine Eltern, ne, 30 Jahre in Deutschland gelebt und so, sowas noch nie erlebt. Und dann ja, kommst du nach Italien, kurz nachdem du ausgewandert bist, ne, und dann passiert dir sowas, ne? Das ganze ersparte Geld und alle möglichen Wertgegenstände waren weg. Wir sind da erst hingezogen, also die Koffer waren noch nicht mal ausgepackt, so auf die Art, ne? Also da war noch nichts mit Bankkonto eröffnen und ja, alles mal wegschaffen und so weiter. Ne? Es war halt da noch nicht. Ist ja auch egal, wollte ich jetzt gar nicht so ausholen. Ich wollte einfach nur damit sagen, dass es einfach ein schreckliches Gefühl ist, beklaut zu werden. Das muss ich ja, glaube ich, keinem von euch erzählen. Und so stand ich heute irgendwie vor diesem Auto. Ich habe mir nur so gedacht,
Scheiße, da war echt jemand Fremdes an diesem Auto, hat sich Sachen rausgenommen, die ihm nicht gehören und vertickert die jetzt wahrscheinlich, die Sachen. Also der Nächste, der das dann kauft, vielleicht bei eBay oder bei Spock, keine Ahnung, was es alles gibt, ja, der hat dann Dinge, die geklaut sind, wofür ein anderer hart gearbeitet hat, ne? Also es ist richtig krass, weil der, der es geklaut hat, was will der damit, ne? Also ich meine, der klaut ja nicht, weil er Lichter braucht. Zumal die auch versteckt waren. Also die waren abgedeckt, ne? Also die waren nicht offen irgendwie im Auto gelegen oder so. Deswegen frage ich mich auch, warum derjenige sich genau das Auto ausgesucht hat. Mein Auto war 2 Autos weiter. Aber gut, ich habe ja auch nur so ein ganz kleines Auto. Trotzdem. Naja, egal Leute. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war so ärgerlich. Es war echt so ärgerlich, ja. Das war kein schöner Ausflug nach Gotha. Aber da kann ja keiner was für, also außer dieser Bekloppte, der eben das Auto aufgebrochen hat, ne? So, jetzt habe ich ganz schön viel erzählt. Ich freue mich jetzt allerdings wieder zu Hause zu sein, habe ich euch ja gesagt. Mein Mann, der ist zu den Hüpfburgen gefahren mit dem Lissandro und einem Freund vom Lissandro. Und ich gucke jetzt mal, was ich mache. Ich werde da jetzt nicht hinfahren, weil wir fahren da recht weit hin. Und ich glaube, ich bin heute genug Auto gefahren, oder? Was meint ihr? Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, was noch so passiert. Ich mache jetzt an dieser Stelle erstmal Schluss, weil ich meinen Koffer ausräume. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis später. Hello, hello, da bin ich wieder aus meinem Panzerauto. Der Luki, der möchte mir jetzt hier im Wald ein paar Stunts zeigen. Deshalb habe ich sein Fahrrad hier hinten reingehievt. Er freut sich schon, dass er mir das Ganze jetzt zeigen kann. Die sind hier auch öfters mit der Schule und üben das auch fleißig auf so Baumstämmen und so weiter. Das schaue ich mir jetzt an, aber ich wollte mich jetzt ganz kurz noch von euch verabschieden, weil ich glaube, dass jetzt nichts mehr Spektakuläres passieren wird. Ich wollte euch noch ganz kurz dazu sagen, dass ich natürlich weiß, dass es Versicherungen gibt für Einbrüche, für Schäden, wenn einem was geklaut wird. Aber was ich euch eigentlich damit sagen wollte, ja, das ist, dass einfach dieses Gefühl, ja, schlimm ist, wenn man beklaut wird. Und dass uns in Italien ganz viele Dinge auch geklaut wurden, die vielleicht materiell gar nicht so einen großen Wert hatten, sondern einfach für uns wichtig waren, die man so nicht mehr kaufen kann. Leider. Und ich glaube, dass ihr das versteht, was ich meine. Also natürlich ist es ärgerlich und dann meldet man das der Versicherung hier in Deutschland und dann läuft das alles. Also in Italien ist es komplett anders. Da bleibt man meist auf seinem Schaden sitzen. Also so ist es halt uns ergangen. Wir leben ja im Süden von Italien. Im Norden weiß ich nicht, wie das ist. Oder vielleicht gibt es auch im Süden Versicherungen, die das bezahlen, mit Sicherheit. Aber bei uns war das halt leider nicht der Fall. Sehr, sehr ärgerlich, weil meine Eltern halt wirklich jahrelang in Deutschland gearbeitet haben und sich das hart verdient haben und dann ständig irgendwas war. Aber gut, das war halt eine blöde Erfahrung, die wir da machen mussten. Und das wollte ich jetzt aber noch ganz kurz hinzufügen. Nicht, dass dann wieder irgendwie jemand schreibt, naja, ist ja alles nicht so schlimm. Natürlich ist es nicht schlimm, solange niemand verletzt wurde und solange es uns gut geht, ist es natürlich nicht schlimm. Das ist keine Frage, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt steige ich aus, weil mein Luki auf mich wartet. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich sage jetzt nicht, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, weil es halt wirklich kein schönes Ende jetzt genommen hat, natürlich. Und ja, ich hoffe aber trotzdem, dass es euch gefallen hat, dass ich euch mit nach Gotha genommen habe und ich werde definitiv wieder nach Gotha fahren, wahrscheinlich schon bald, weil wir ja einiges vorhaben, ne, in Gotha. Da freue ich mich auch schon drauf, weil es wirklich eine wunderschöne Stadt ist. Okay, also, ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!